Kenny, herzlich willkommen. Willkommen. Habe ich das richtig ausgesprochen? Tedros Teklebran? Tedros Teklebran. Naja. Deswegen auch Teddy. Ich sag Teddy zu dir. Ja, Teddy. Ja. Ja, Glückwunsch zu diesem Clip, zu den vielen Millionen Klicks. Ich bin tatsächlich auch selber drauf reingefallen, ja, weil ich mir gedacht habe, das könnte echt sein. Weil hier in Köln-Mühlheim habe ich schon mal so was Ähnliches erlebt. Da sind viele Freunde von mir. Das war auch zum Teil echt. Also, das vieles davon ist, bin ich, wirklich ich. Und ein Teil davon ist gespielt. Ja, das ist jetzt dein Job. Du hast beim ZDF letztes Jahr in dieser Serie TV Lab beim ZDF Neo mitgemacht und hast gewonnen. Und jetzt hast du deine eigene Show. Worum geht's in der Show? Ich habe mehrere Figuren. Das ist eine davon, Antoine. Und dann gibt es noch Percy und Ernst Rittler. Ernst Rittler, genau. Und noch ein paar andere. Und es gibt Einspieler immer in den Figuren und es gibt eine Band, die ist so ähnlich wie deine. Ja. Nur ein bisschen anders. Du singst auch selber. Ich habe das gesehen hier in diesem Ausschnitt. Haben wir diesen da? Und zwar gar nicht mal schlecht. Geht. Ja. Das war der Ausschnitt aus Teddy's Show. Immer Donnerstag. Erste Staffel läuft bis Ende Juni läuft die erste Staffel. Ja, immer 23 Uhr auf ZDF Neo. Du bist aber auch so als Comedian unterwegs mit einem eigenen Programm. Genau, ich bin gerade auf Tour in den Figuren. Also es ist einmal Antoine, Percy und Alone Cohen, das ist noch so ein Amerikaner. Ja. Mit dem bin ich auf Tour gerade. Und da bin ich in... Soll ich die Tourdaten sagen oder kommt ihr später? Ich habe sie hier stehen. 31.8. Ludwigsburg, richtig? Stimmt. 26.10. Tuttlingen, stimmt? Stehen. 4.11. Karlsruhe, richtig? Stehen. Noch mehr? Auf der Internetseite teddyshow-show.de. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja. Ja, ja. Wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Du bist ja ein bisschen untypisch in dieses Geschäft Ja, ich war ein Jahr beim Musical, bei Hairspray. Okay, in Köln. Hier in Köln. Mit Uwe Ochsenknecht und Malte Kelly. Genau. Da hast du was gemacht, gesungen. Genau, und hab da Seaweed, die Rolle, hast du es gesehen? Nein. Nicht? Stehst du nicht auf Musicals? Bitte? Musicals finde ich super. Bin ein ganz großer Musical-Fan. Ja? Doch. Ich kann dir Karten abchecken. Ja, bitte. Nee, ich war dann dort und dann habe ich gedacht, boah, ich will, glaube ich, meine eigene Show. So nach 8 Shows die Woche, und da habe ich gedacht, ich möchte eine Show. Bin dann zu einer Produktionsfirma, hab ein Demoband gemacht, hab's denen gegeben und hab dann aber weiter noch meine Clips im Netz gemacht. Und dann mit meinem Team zusammen. Und dann ist parallel dieses Video Integrationstest in die Höhe geschossen und dann noch der ZDF TV Lab noch. Das ist alles parallel passiert, aber nicht geplant. Das heißt, wenn du im Musical gespielt hast, dann kannst du nicht nur singen, sondern auch tanzen? Dancen. Alright. Hast du eine Dance-Ausbildung? Nee. Autodidakt oder hast du so Street-Style gemacht? I just feel it, you know, I just comes and I just go and just, I just move, you know, I just do it. Nee, ich tanze gerne, ich habe früher immer viel getanzt und so und give me something. 1, 2, 3, hit it! Ist okay. Ja. Ist okay. Hör mal, Stefan, das ist ohne Ausbildung, das ist nichts Besonderes. Das ist nichts Besonderes. Ja, das war. Erzählt Detlef die Soße auch immer. Ja. Den habe ich gecoacht. Den hast du gecoacht? Regelmäßig. Frag immer. Okay, ich frag immer. Ehrlich, Detlef D. Hi. Falls du gerade zuschaust. Wo kommst du her? Aus Eritrea. Nein, ich meine, wo du hier aus Aus Tübingen. Aus Tübingen, ja. Du hast einen leichten schwäbischen... Ehrlich? Ein bisschen hört man es raus. Ja. 3 Jahre auf der Schauspielschule hat nichts gebracht. Hat nichts gebracht. Ein bisschen hört man es immer, immer mit. Ja. Und jetzt lebe ich aber hier in Köln. Warum? Weil Köln Comedy City ist, Comedy Central. Ja, in Schwabenland geht nicht so viel, was das betrifft.
Hit me, give me something. One, two, three, hit. Ah, okay. Ja, ja. Jetzt verstehe ich, warum du in Köln wohnst. Ja. Ah, das, können Sie das für Erklärung sein? Ja, das, ja. 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 Ja, und seitdem, ich bin halt hierher gezogen wegen Schauspielerei und so. Die. Ja. Wenn es jetzt beim ZDF super läuft, gibt es da eine Perspektive für dich? Ich weiß es nicht. Hat man dir gesagt, wenn das jetzt so und so viele Einschaltquoten hat, dann darfst du weitermachen? Aufenthaltsgenehmigung. Dann darf ich länger hierbleiben. Jetzt sage ich nur eine Duldung. Wenn geht, ZDF, wenn du mich hörst, wäre gut, wenn ich länger hierbleiben kann in Deutschland. Ja. Wäre super. Du hast doch bestimmt deutsche Staatsbürgerschaft, oder? Hast du deutsche Staatsbürgerschaft? Ja, klar. Nee, hab ich, ja. Ist einer von den Komikern, die so tun, als wären sie irgendwie Türken oder sonst irgendwas. Afrikaner. Aber eigentlich, ja, Afrikaner. Ja. Aber welche Sprache spricht man denn in Eritrea? Tigrinya. Wie hört sich das an? Schau mal, hallo, ich freue mich heute Abend hier in der Sendung zu sein. Hallo, merhaba, ane kap Afrika mit ihr, nabzi German, hajjak amis Stefan Rapp, misnati kullu familie, nabzi khofila lugu yqanillay, merhaba. Hallo, was Arabisch ist aber, oder? Ein bisschen Arabisch mit drin. Ich hab... Es ist immer gut, um die lästigen Applauspausen zu überspielen. Eigentlich keine schlechte Idee. Ja, super. Ja, also ich wünsche dir viel Erfolg jedenfalls damit. Die erste Staffel läuft gerade. Ich wiederhole es nochmal. Teddy Show donnerstags um 23 Uhr auf ZDF Neo. Ansonsten auf Tour und alle Infos unter www.teddy-show.de. Punkt.de. Punkt. www.teddy-show.de. Alles klar. Dann viel Glück, viel Dankeschön. Erfolg und Dankeschön. Dann hoffentlich sehen wir uns mal bald wieder. Ja, hoffentlich. Bis bald, ja. Teddy, meine Damen und Herren. Mal 56? 4088. Das ist das, was ich meine. Wissen Sie das? Also ist das, weil Sie es einfach auswendig gelernt haben, oder haben Sie das in dem Moment jetzt errechnet auf dieses, in diesem Tempo? Ich kann so viel sagen. Ich habe im Prinzip mal 75 genommen, dann hätte ich von 4200 und habe noch 112 abgezogen. Das haben Sie so schnell jetzt gemacht. Er war ja nicht darauf vorbereitet. Ich habe einfach nur mal reingeworfen. 73 mal 56.